Meine Mission, ich kümmere mich höchstpersönlich darum, dass der Disney Channel auf allen Fernsehern, die es gibt, auf Programmplatz 10 gespeichert ist. Und heute bin ich mal an einem Filmset. Paul Sedlmayr, einer der gefragtesten deutschen Synchronsprecher und Schauspieler. Hi Paul. Christi bin ich. Wir sitzen hier in deinem Trailer. Ihr seid gerade bei Filmaufnahmen. Mhm. Da hat man dann wie in Hollywood, wie die ganz großen Stars, so sein eigenes Reich. Das ist dann dein Zuhause in der Produktionszeit. Beim Synchron ist das anders. Paul, kannst du dich an deine allererste Synchronrolle noch erinnern? Ja, meine erste Synchronrolle war ein Wieseldämon. Du warst ein Wieseldämon. Wieseldämon, ja. Wie spricht ein Wieseldämon? Er spricht nicht. Er hat nur komische Geräusche gemacht, also, ja. Mein erster Job im Synchronstudio war Wildes Ding-Kreatur. Ja, ähnlich. Zwei Stunden. Oh, ja, ja. Man spricht natürlich auch mal zwischendurch ganz seriöse Rollen. Du spielst auch seriöse Rollen. Aber ich glaube, das Witzige macht dir mehr Spaß. Ja, das macht mir schon wirklich sehr viel Spaß. Und vor allem bei Sketch History zum Beispiel haben wir sehr viele Kostüme gehabt, sehr viel Maske. Und das ist sehr, sehr geil gewesen. Und wie lange sitzt du dann in der Maske, bis du mal einen Vollbart und eine Glatze bekommst? Also, wenn du jetzt voll verklebt wirst, dann stehst du sehr früh auf, um 3 oder so, dann sitzt du 5 Stunden in der Maske, damit du rechtzeitig so um 9 zum Drehstart fertig bist. An so Drehtagen weiß ich, dass man auch mal zwischendurch echt lange warten muss. Was machst du dann? Ja, das Gemeine ist, dass immer was Süßes rumsteht und ja, dann kann es sehr schnell gehen mit den Kilos, dass man die wieder drauf hat, die man sich vielleicht mühsam abtrainiert hat. Ja. Und glotzt du auch? Ja, schon ab und zu. Wenn ich wirklich viel Zeit habe und weiß, ja, jetzt wird irgendwas aufgebaut oder so, dann, oder ich habe meine Bildpause, dann lege ich mich schon mal ein bisschen hin und schaue fern. Jetzt mal ganz ehrlich, schaust du auch den Disney Channel? Ich würde ihn schauen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh, und genau das ist das Problem. Jetzt pass mal auf. Ich suche den mal bei dir hier. Oh, hier, über 50. Oh, 49. 49! Der ist viel zu weit hinten und deshalb packe ich dir den jetzt auf die 10. Und? Tada! Und schon kann der Paul in jeder Drehpause Beni Challenge gucken. So wird's gemacht. So, und jetzt seid ihr dran. Disney Channel auf die 10. Ciao. Ciao.